Guten Tag, liebe Hörer, die Sie mir hierher gefolgt sind. Hier ist Burkhard Müller-Ulrich und ich freue mich sehr über Ihre Treue, Ihren Zuspruch und die riesige Resonanz, die mein Medienprojekt in den letzten Tagen gefunden hat. Wir haben Sonntag, den 3. April 2022 und Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Dies ist die erste Ausgabe des neuen Podcasts, aber sie ist zugleich einfach die Fortsetzung der 217 Indubio-Ausgaben, die ich in den letzten zwei Jahren produziert habe. Und zwar eine Fortsetzung in der gewohnten Weise und zum größten Teil mit den gewohnten Gästen, zumindest in den Sonntagsdiskussionen. Wie ebenfalls gewohnt danke ich an dieser Stelle meinen jeweiligen Sponsoren. Und welche Überraschung, auch da treffen wir auf vertraute Namen. Und zwar sind es Wilhelm und die Freunde der Freiheit in Zürich. Folgende Ansage haben sie sich gewünscht. Wilhelm und die Freunde der Freiheit in Zürich freuen sich über den Start von Kontrafunk und auf die vielen inzwischen so sehr vertrauten Stimmen. Und nun auf in den weiteren Kampf für die Meinungsfreiheit. Diesem Aufruf schließt sich der Moderator von ganzem Herzen an. Und wenn Sie, liebe Hörer, auch den Kampf für die Meinungsfreiheit unterstützen möchten, dann schreiben Sie bitte an info@kontrafunk.radio. Das ist die Adresse unseres neuen, in Gründung befindlichen Radiosenders der bürgerlichen Opposition. Kontrafunk klinge patzig, hat mir eine Dame geschrieben, die diesen Namen nicht gut findet. Und ja, da gebe ich Ihnen recht, wir werden angesichts der politischen Zustände ein bisschen patzig sein, denn wer immer noch glaubt, dass die Feinde der Freiheit durch gutes Zureden von der Zerstörung unserer Nationen und Kulturen ablassen werden, der hat den Schuss nicht gehört und die letzten Jahre wohl unter einem Stein geschlafen. Meine heutigen Gäste sind der Philosoph Dr. Matthias Burchardt in Köln, der Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Professor Gunnar Heinsohn in Danzig sowie vom niedersächsischen Gestade der Elbe zugeschaltet der Journalist Wolfgang Keudel, früher bei der Süddeutschen Zeitung, jetzt bei der Weltwoche. Herzlich willkommen und ja, wir müssen über den Krieg reden. Der Ukraine-Krieg spaltet Europa, er spaltet die Medien auch, er spaltet, wie Corona gespalten hat, nur anders. Kreuz und quer gehen verbitterte Meinungsäußerungen. Also tatsächlich ist es schwierig, Äquidistanz zu behalten, weil man sich sofort dem Vorwurf aussetzt, entweder ein großer Putin-Freund zu sein oder eben ein Kriegstreiber in der anderen Richtung. Aber Herr Heinsohn, nehmen wir mal den Blick von Danzig ein, wo Sie ja sitzen. Da in Polen hat man natürlich ein anderes Gefühl zu den laufenden Ereignissen. Welches? Meinen russischen Freunden, die ich relativ häufig am Abendbrottisch habe und die durchweg Patrioten sind, auf eine Art und Weise, die mir persönlich fremd ist, denen sage ich gerne, und sie lachen dann, aber sie lachen verlegen, seid doch meinethalben stolz. Von allen europäischen Reichen hat eures am längsten durchgehalten, nämlich im Kern bis 1991. Davor, das letzte, war der lusitanische Popanz, das war also Portugal, dessen Reich ging 1974 unter mit einem Putsch der linken Obristen und ihrer Nelkenrevolution, die man gehörig gefeiert hat. Ein Unterschied zwischen Russland und allen anderen Imperien, den holländischen, den belgischen, den englischen, den französischen und so weiter, besteht darin, dass nur in Russland Vertreter der Aufrechterhaltung der Gloriose des Imperiums an die Macht gekommen sind. Die, die an die Macht gedrängt haben im Westen, waren auch nicht ohne Härte. Denken Sie an Frankreichs Ukraine, begrenzt nur zu vergleichen, also Algerien. Jeder sechste Franzose mit französischen Eltern, alle sprachen Französisch. Die haben zweimal versucht, den Staatspräsidenten de Gaulle zu ermorden. Und als sie merkten, dass es nicht zu halten sein wird, haben sie angefangen, die geliebte Heimat, und die haben sie geliebt, zu zerstören. Und nicht nur dadurch, dass sie Franzosen, die nach Hause wollten, umbrachten und Araber und Berber ebenfalls umbrachten, die sie verjagen wollten, sondern sie haben von der einzigen Universitätsbibliothek in Algier einen Flammenhaufen gemacht. Sie haben in Oran den Kulturpalast vernichtet. So, da sehen wir, dass der Schmerz von einem Imperium
Abschied zu nehmen, ein allgemeiner Schmerz ist in allen europäischen Großmächten, die ja einmal 90% der Erde unterworfen hatten. Also ich fand gerade eben den Vergleich mit Algerien sehr, sehr überraschend. Kann man wirklich sagen, dass Frankreichs Ukraine gewissermaßen Algerien sei, Wolfgang Keudel? Nein, ich glaube, ein großer Unterschied zu den von Herrn Heinsohn genannten Imperien ist und war, dass das russische Imperium nie in Übersee war, sondern eine zusammenhängende Landmasse ist und war. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob ich mit dem Schiff länger unterwegs bin, selbst nach Algerien, was aber auch immer noch über das Mittelmeer hinweg ist, oder ob ich das Gefühl habe, das ist ein zusammenhängendes Land. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben, also auch wieder geografisch, dass Russland, also die Sammlung der russischen Erde, die wird oft missverstanden im Westen als Landraub. Es war also erstmal die Sammlung verwandter Stämme, die alle Russisch gesprochen haben. Und dann war es die ständige Suche nach einer Grenze, die man verteidigen kann, nach einer natürlichen Grenze, einem Meeresgestade, einem Gebirgszug, einem breiten Fluss. Und die waren halt dann erst im Kaukasus erreicht und sie waren an der Pazifikküste erreicht und sie waren an der Ostseeküste erreicht. Bei dieser imperialen Komparatistik, die Gunnar Heinsohn da gerade vorgeführt hat. Zur Hälfte habe ich sie nur vorgeführt. Den eigentlichen Punkt wollte ich noch machen, was die Größenverherrlichung anbetrifft und der Versuch, die Größe aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, ob man das Entstehen der Größe versteht und ob man den Niedergang versteht. Und wenn man beides nicht versteht, dann kommt man in Schwierigkeit. Die europäische Größe hatte zwei sehr simple Komponenten. Man hatte eine Bevölkerungsexplosion über 500 Jahre hinweg von 1480 bis 1930, nicht ganz 500 Jahre. Das hieß, in jeder Generation gab es mehr junge Männer, die bereit waren, für Eroberung zu sterben. Und es gab mehr junge Leute, die bereit waren, für Besiedlung auszuwandern. Und dann haben sie ein Stück erobert. Und dann gab es für das nächste Erobern und Töten und Sterben beim Töten und Besiedeln wieder mehr Leute. Das ging weiter bis ans Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann kam die Spannung, die in der ganzen Welt verteilt wurde, weil man sich gegenseitig ja immer die Kolonien auch wieder abjagte. Dann kam sie nach Europa zurück und man verbrannte im Ersten Weltkrieg 8 Millionen junge Männer. Die kamen durchweg aus der demografischen Portokasse, außer in Frankreich. Da starb man schon aus der Substanz, das heißt Familien verloren, einzige Söhne. Für Russland galt dasselbe. Nur Russland war, wenn man so will, noch erfolgreicher, denn es hat China 1 Million Quadratkilometer abgejagt. Das haben die anderen Überseemächte alle auch versucht, das hätten sie gerne gehabt, das haben sie aber nicht bekommen. Das heißt, heute hat Russland einen fernen Osten so groß wie Australien, von dem 1 Million Quadratkilometer bis 1860 China gehört haben. Heute hat Russland auch nicht mehr 7, 8 Kinder wie im 19. Jahrhundert, sondern 1,5. China hat auch nicht mehr, aber China hat in der Menge sehr viel mehr und möchte diese Gebiete auf eine sehr höfliche Weise zurückholen. Es pachtet, es bezahlt. Und die lokalen Granden, die wollen das Geld nehmen und die nehmen es auch. Aber Moskau blockiert doch, weil nur aus diesem durchaus nicht überseeischen, aber sehr fernen Gebiet die einzige Gefahr droht. Ich komme zurück hier nach Danzig. Wir haben in der Nähe Königsberg. Das heißt, nach einem Mann, der den Völkermordbefehl gegen die russischen Offiziere und Beamten in Katyn unterschrieben hat, also Kalinin. Dieses Gebiet ist vollkommen von NATO umgeben, ja, Polen und Litauen, und blüht durch den kleinen Grenzverkehr auf. Jetzt wird es sanktioniert. Niemand möchte diesem Gebiet ein Haar krümmen. Das heißt, die Vorstellung, die wir bekommen aus Russland, man ist gefährdet, man fühlt sich beängstigt durch die NATO-Nähe, die ist absurd. Angst hat man vor China, da stehen die Iskander-Nuklearraketen zu 90%. Matthias Burchardt, wollen Sie gleich antworten oder nachfragen? Es war ja gewaltig. Ich muss zugeben, wenn Gunnar Heinsohn so kalt und manche sagen fast zynisch vom Sterben aus der Portokasse spricht, also Überschüsse junger Männer, kampfkräftiger junger Männer werden da abgebaut und das Ganze handelt im Wesentlichen von Bevölkerungsphänomenen, dann ist ja eigentlich das, was uns hier die ganze Zeit beschäftigt, nämlich, was ist das Politische an diesem Krieg? Welche Seite hat Recht?
gerecht? Wie können wir es moralisch einordnen, vielleicht sogar aufladen? Das bleibt ja da alles außen vor. Ist das ein Beitrag, der zum Verstehen hilft? Auf jeden Fall, ich bin hingerissen von der Klarheit der Formulierung und auch von der Substanz der Gedanken. Das muss ich erstmal respektvoll und absolut neidlos anerkennen. Ich bin ja eher so ein schlichtes Gemüt, was das Historische und das Geopolitische angeht, sondern komme ja eher aus der Philosophie heraus. Und da stelle ich fest, dass zu Beginn dieser Handlungen und die Frage ist, wann ist eigentlich der Beginn? Ich höre jetzt, das hat eine lange Vorgeschichte und ich höre ja auch, dass vor allem China und Russland Expansionsgedanken haben. Die NATO wird wahrscheinlich Ähnliches haben, dass zu Beginn solcher Auseinandersetzungen oft auch den Menschen abverlangt wird, sich zu positionieren. Ich verzichte dort bewusst darauf und verweise an Michel de Montaigne, der in seinem Turm an die Deckenbalken die Buchstaben Epejo geritzt hat und das bedeutet, ich enthalte mich des Urteils. Das heißt, ich positioniere mich in dieser Frage nicht, was einem sehr schwer fällt in diesen Zeiten. Es gibt ja eine Art Positionierungszwang, der flankiert wird durch die Konstruktion von neuen Unverzeihbarkeiten. Also wer irgendwas Kritisches oder Nachdenkliches oder auch nur Zögerliches äußert zu diesem Konflikt, wird ja sofort eingereiht in die Liga der Putin-Leugner. Gibt es diesen Begriff schon? Ansonsten möchte ich, dass es ihn schleunigst gibt. Und ich habe das Gefühl, dass es auch so eine Mobilisierung in der Kommunikationsfront hier bei uns in der Etappe gibt, die mir sehr, sehr große Sorgen macht. Also mein Blick würde eher fallen auf die Ereignisse, die sozusagen das Regime oder das Imperium auf unserer Seite daraus konstruiert. Und das ist in vielerlei Hinsicht bedenklich. Zum Beispiel, wenn ich nur an die Kulturrevolution im Hinblick auf unsere Tradition der Rezeption der russischen Kultur im Bereich Musik, Literatur, Kunst und überhaupt auch an die Menschen denke, hat das für mich schon eine besorgniserregende Qualität gewonnen. Wolfgang Keudel. Darf ich auch noch mal kurz dazu sagen, Herr Heinsohn, ich glaube, Sie machen es sich ein bisschen leicht. Sie sagen so einfach den Russen, nur habt euch mal nicht so, Empire ist vorbei, da mussten auch die anderen schon durch. Ja, ist richtig, natürlich, Russland ist von der Wirtschaftsleistung, von allem her, weit entfernt, ein Empire zu sein. Aber die Briten haben noch einen imperialen Krieg auf den Falklands geführt. Die Briten haben eine Heidenangst davor, Schottland zu verlieren, weil nämlich, ähnlich wie die russische Schwarzmeerflotte in Sevastopol, die britische Atom-U-Boot-Flotte in Faslane liegt, was dann in einem unabhängigen schottischen Staat wäre. Also diese Länder haben auch nicht so ohne weiteres gesagt, oh tschüss, wir sind jetzt kein Empire mehr. Keines von ihnen hat das gesagt. Alle haben gekämpft. Das wollte ich ja sagen. Und man muss eben auch noch verstehen, wie Russland das empfindet. Das mag falsch sein, aber das ist eben, wie sie das empfinden. Und ich kann vielleicht mit dem Irak so umgehen, aber nicht mit einer Macht, die wirtschaftlich keine Großmacht ist, aber nuklear eine ist. Gunnar Heinsohn. Ja, nehmen wir jetzt, ich gehe gleich ans Ende mal. Russland und die Ukraine, das sind im bösen Slang formuliert dumm vergreisende Nationen. Die werden im Durchschnittsalter älter, beide über 40, beide bei 1,5 Kindern, beide Elite. Abwanderung. Beide bei den internationalen Innovationen Zero. Sie merken das ganz leicht, wenn Putin sich einmal hinstellt und mit technischem Fortschritt prahlt, dann nennt er nicht eine Eisenbahn, die sehr schnell fährt, oder er nennt auch nicht ein Smart-Telefon oder einen Quantencomputer, sondern er nennt eigentlich nur Gifte und Waffen, mit denen er die halbe Menschheit ausrotten kann. Das macht außer ihm im Kern nur der Chef von Nordkorea und es machen gelegentlich die Chefs in Teheran. Das heißt, da ist keine Substanz mehr da, die ist raus. Das war im Wesentlichen die aschkenasische Intelligenz, die hat Silicon Valley groß gemacht mit Google und die hat aus Israel den globalen, auf die Bevölkerung bezogen, Innovationsführer gemacht, aber die kehren nie wieder nach Hause zurück. Das heißt, wie immer es ausgeht, Russland wird ärmer, die Ukraine wird ärmer, die Eliten werden weiter abwandern und das sich grämen über den Verlust der Größe, da sind wir uns ja übrigens sehr einig, Herr Gold, das war meine Pointe, dass die Russen da nicht schlechter zu beurteilen sind als die anderen europäischen Mächte. Die haben sich alle auf furchtbare Weise verhalten, als die Imperien verloren gingen, weil in den Kolonien plötzlich die Frauen vier Söhne hatten und man selber nicht mal mehr einen einzigen. Bis 1925 konnte man mit eigenen Söhnen in den Kolonien die Aufstände niederschlagen. Dann war das vorbei. Das heißt also, wir erleben hier einen unaufhaltsamen Niedergang und
die Gebiete, die Russland verlieren wird, faktisch heute schon verloren hat, also Fernost, wo 400 chinesische Firmen die Wälder abschneiden und das Holz, das wird bezahlt, das Holz nach China transportieren, wo sie eine Pipeline an den Baikalsee bauen wollen, der 20% unseres Süßwassers hat, um damit ihren trockenen Norden zu bewässern. Das alles ist ja im Gange und wird weitergehen, weil die dort noch lebenden Russen dankbar sind dafür, dass sie bezahlt werden und vor der Stunde sich fürchten, in der die Chinesen sagen, jetzt kommt die Runde, wo wir mal nicht mehr bezahlen. Es war ja eh einmal unser Gebiet. Das heißt, dieser Schmerz wird größer. Die Ukraine hat ja nur ein Neuntel der Größe von Fernost. Und in der Ukraine braucht man eigentlich nichts. Die hat zwar sehr guten Boden und ist der fünftgrößte Getreideexporteur der Menschheit, aber Russland ist der größte. Man braucht das Getreide nicht. Beide Länder werden deshalb, während sie verarmen, nicht hungern. Aber sie werden keine interessanten Partner für irgendjemand in der Zukunft sein können. Gunnar Heinsohn, was ist der Grund? Sie hatten gerade geschildert, dass Ihre russischen Bekannten verlegen lächeln, wenn Sie ihnen von der vergangenen Größe reden und sagen, seid doch immerhin ein bisschen stolz, dass es so lange gehalten hat. Was ist der Grund für diese Verlegenheitsreaktion? Ist es, weil es moralisch, wie Sie gerade gesagt haben, ja eigentlich nur noch auf Waffen und Gifte rekurriert, was ja verwerflich ist? Oder ist es auch der Schmerz, dass man weiß, es ist eine verlorene Sache, gegenüber Fernost hat man eh keine Chance. Das Verlorensein der Sache wird noch nicht eingestanden. Russen, die ich kenne hier, und das sind durchweg gebildete Leute, die haben zwei Empfindungen zum Beispiel, die wir als Deutsche sehr gut kennen, überhaupt nicht. Sie halten sich für unbesiegbar nach 45, eigentlich nach dem Sieg der Roten über die Weißen 1921, halten sich für unbesiegbar, aber viel wichtiger, sie halten sich für absolut unbestrafbar. Ja, die Vorstellung, dass wie Deutsche das von sich sagen, wir sind aus dem Mörderland, das kann man mit vielen guten Gründen natürlich über Russland und die Sowjetunion auch sagen, diese Vorstellung haben die nicht. Das heißt, sie sehen keinen von ihrer Seite, keinen emotional einsehbaren Grund, auf diese Größe zu verzichten. Wie auch ein Stück weit die westlichen Großmächte diesen Grund ja nicht gesehen haben. Die hatten übrigens in Deutschland ein interessantes Vorbild, weil Westdeutschland die erste Nation, glaube ich, der Menschheitsgeschichte wird, die ihre ungeheuren Verbrechen eingestanden hat, hat sie alle westlichen Zivilisationen in einen Zwang versetzt, ihre eigenen Sünden einzubekennen. Denn Sie wissen ja, der bekennende Sünder, der ja der schlimmste von allen ist, kommt auf einmal moralisch an die Spitze, weil er die Sünde eingesteht. Und in dem Moment, wo er das tut, die anderen sagen, mein Gott, so unschuldig sind wir ja auch nicht. Und seitdem haben wir ein Konzert der Intellektuellen in den westlichen Ländern, die sich dabei überschlagen zu sagen, nein, wir waren die Schlimmsten. Und die anderen sagen, nein, wir waren ja noch schlimmer. Also keiner will sich jetzt nochmal in der Lage sehen, dass er da moralisch unterlegen ist, weil der andere früher dafür gibt es ja den schönen Begriff des Sündenstolzes, den ein Philosoph, wer war es denn gleich, geprägt hat. Der beherrscht den ganzen Westen. Und diesen Sündenstolz hat Russland nicht, hat übrigens auch Japan nicht. Und von daher ist es für sie, da muss ich dann Herrn Keudel ausdrücklich eigentlich nochmal zustimmen, das ist für einen Russen etwas anderes, dieses Gefühl, das Reich zu verlieren. So ungefähr, wir verlieren es ohne Schuld. Ja. Und während man im Westen sagt, naja, gut, dass das vorüber ist. Und Amerika und in England kommt das ja jetzt immer noch voll ins Rollen, ja, dass jeder Weiße sich als kleines Kind anhören muss, du bist mit der Sünde geboren, der Enkel der Versklaver und der Ober und so weiter. Matthias Burchardt, die Sünde. Ja, das bringt uns in eine äußerste Position moralischer Überlegenheit, nachdem wir ganz viel Asche auf unser Haupt gekippt haben. Und wir sind mal wieder die Guten, gerade im Ukraine-Konflikt. Das spürt man an allen Ecken und Enden. Und zwar um jeden Preis sind wir die Guten. Den Preis entrichten möglicherweise nicht wir, sondern wenn wir sowas wie Sanktionen erlassen gegen Russland, dann treibt das vielleicht die Getreidepreise in die Höhe oder macht die Energie knapp. Wir kriegen das irgendwie bewältigt. An anderen Ecken der Welt produziert unser Gutmenschentum durchaus Verwerfungen, die dann wiederum zu neuen Sünden werden können, für die wir uns dann später auch erfolgreich schämen können, um wieder moralisch überlegen zu sein. Das scheint mir eine Art, wie nennt man das, beim Mühlespiel, wenn man immer mit dem einen Stein auf die nächste Position springen kann. Zwickmühle.
Ja, ich glaube, Zwickmühle ist, wenn man nicht rauskommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine sich selbst beschleunigende Kaskade, die daraus entsteht. Ich bleib mal wieder bei uns. Wenn ich mal so hingucke, ist es denn um uns sehr viel besser gestellt? Also wir prahlen mit den größten Mikrochips der Welt, ne? Ironisch jetzt, ne? Und feiern unsere technische Innovation. Und zugleich wenden wir Gifte gegen unsere eigene Bevölkerung an, indem wir also sie mit einem medizinisch doch nicht ganz ausgereiften Produkt vor einer großen Pandemie schützen und sind offensichtlich nicht in der Lage, durch kulturelle Klärungsprozesse dieses Unheil abzuwenden. Das heißt, wir haben auf dem Wege der Soft Governance auch eine Art von homogenisierter Population, die nicht mehr an nationale Ideale glaubt, sondern an irgendwie ein schales Narrativ von westlichem Erfolg, sei es im Altmodell, sei es irgendwie als Great Reset. Und ich glaube, dass da auch bei uns vieles den Berg hinabfallen wird und zertrümmern. Ich habe mir mal angeschaut, diesen Waldai Think Tank, den werden Sie wahrscheinlich auch kennen. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ich habe das mal als Propaganda gelesen. Aber da werden 3 Szenarien durchgespielt, wie eigentlich der Ukraine-Konflikt das Verhältnis von Russland und dem Westen weiterhin gestalten könnte. Wie plausibel die jetzt sind, und also könnte man nochmal diskutieren, also ob man einen Krieg führt und Russland sich letztendlich durchsetzt, aber dazu eine Art Nordkorea in Europa wird, ob es permanente Spannungen gibt oder ob man die Ukraine sozusagen winkend zurücklässt und dem Westen damit ein faules Ei ins Nest legt. Also das sind verschiedene Szenarien, die da diskutiert werden, durchaus plausibel, aber eine Konstante ist in allen 3 Szenarien mitgedacht, der Westen wird auch zerfallen. Und das ist das, was mir jetzt zusätzliche Sorge macht, ob wir nicht immer auch ein Gegenbild brauchen, um uns selbst unserer Werte zu versichern. Also wir brauchen den bösen, von Hass erfüllten Putin, der sein Imperium ausweichen will, damit wir als moralisch überlegen, demokratisch, rechtsstaatlich und wie auch immer erscheinen können. Was passiert eigentlich, wenn das wegfällt, dieses Gegenbild, und wir uns tatsächlich mal im Spiegel betrachten müssen? Anfang des Jahres war der Westen ja nicht besonders einig. Und Sie haben völlig recht. Und erst die russische Aggression hat ihn geeint wie nie zuvor. Darauf wird ja ständig stolz hingewiesen. Aber eben, wie nachhaltig ist das, wenn diese Bedrohung wieder wegfällt? Wolfgang Keudel, eine Frage habe ich an der Stelle mal. Jetzt hat Matthias Burchardt ja schon so eine kleine Anspielung auf das andere Großthema unserer Gegenwart gemacht, nämlich die Pandemie und der Umgang damit. Ist die Ukraine-Krise, ist der Ukraine-Krieg, ist das, was wir jetzt da erleben, eine andere Tonart, ein anderer Akt, ein anderer Aufzug in diesem Theaterstück des Great Reset? Also dazu müsste man ein Anhänger der Theorie des Great Resets sein. Und der bin ich nicht. Ich weiß, dass man das alles so konstruieren kann. Es gibt aber den guten Spruch, glaube nie an eine Verschwörungstheorie, was durch Dummheit erklärt werden kann. Ich sehe das, ob nun gewollt oder nicht gewollt, beabsichtigt oder nicht beabsichtigt. Und ich glaube eben nicht, dass es beabsichtigt ist. Eine Zermürbung aller Gesellschaften und vor allem der westlichen Gesellschaften, eine Zermürbung. Es wird müde gemacht, es wird verunsichert. Jegliche Zukunftsperspektive geht den Bach runter. Und das führt auch zu einer Aggressivität in den Gesellschaften. Es führt eben zu einer 50-50-Spaltung, die wir sehen. Und das ist alles sehr beunruhigend. Aber wie gesagt, ich bin kein Anhänger der Theorie, dass da irgendwo eine Bilderberg-Konferenz oder Davos oder Herr Schwab sitzt und sich das zusammen mit Elon Musk und den anderen ausdenkt und steuert. Das sehe ich eben nicht. Ausgedacht wurde es. Es gibt diese Schriften. Ob es gesteuert ist oder nicht, das ist letztendlich unerheblich. Da sind Phantasmen am Werke, die versuchen, möglicherweise sogar in guter Absicht, aber mit geringer demokratischer Legitimation, doch irgendwie noch ein Narrativ und ein Lebensmodell für den Westen zu erlassen. Also ich bin da auch kein großer Freund von, dass da alles gesteuert ist. In der Beschreibung der Realität aber stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Konflikt oder keine geopolitischen Spannungen, um uns selbst zu zerlegen. Wir haben sehr lange aus dem Ersparten gelebt, was unsere kulturellen Leistungen angeht. Und letztendlich stehen wir jetzt hier vor einer Krise, die uns letztendlich zu einem Offenbarungseid zwingen wird, im Hinblick auf unsere politische Kraft, die wirtschaftliche Kraft und auch die wissenschaftlich-innovatorische Kraft. Darf ich kurz dazwischen, damit ich es nicht vergesse, ist nicht auch der Westen, Anführung, Abführung, ein Imperium, das bröckelt? Genau. Vielleicht ein Wort. Das begeisterte Schnüren der Sanktionspakete, das erzeugt ja ebenfalls eine Scheingröße. Denn was Westeuropa mit der Ukraine und mit Russland gemeinsam hat, ist wiederum, erlauben Sie nochmal dieses etwas überzogene Wort, ist die Dummvergreisung. Das heißt, alle diese Nationen, die auch
schon lange keine Imperien sind, sind weiter im Niedergang. Als sie ihre Imperien verloren hatten, spätestens 74 mit Portugal, waren alle westeuropäischen Populationen in einem Wirtschaftsaufschwung begriffen. Das heißt, die Verluste in Übersee konnten ein bisschen kompensiert werden mit dem Reichtumsgewinn daheim. Diesen Vorteil hatte Russland 1991 nicht und den hat es natürlich auch jetzt, 30 Jahre später, wo man nochmal 1991 versucht, ebenfalls nicht. Vergessen Sie nicht, der Putschistenführer Marschall Jasow von 91 ist 2014 von Putin ja öffentlich geehrt worden. Also die gemeinsame Schwäche der Dumpfergreisung, die eint alle europäischen Völker Ost und West. Und sie ist erst sichtbar geworden, als man sich eingestehen musste, dass man nicht die klügste, wie immer man das jetzt nennen will, Gruppe der Menschheit ist, sondern als man verstehen musste, aha, da gibt es oft beschimpft, oft verachtet in Ostasien eine Menschengruppe, die in dem Moment, wo sie antritt, ökonomisch, das heißt in dem Moment, wo sie Eigentum schafft, dass man gegen Geld verpfänden kann und mit dem man Geld besichern kann, in dem Moment, wo sie damit antreten, kommen die wie ein Korken nach oben und schlagen uns die ökonomische, die technologische Führerschaft in einer Geschwindigkeit aus der Hand, die wir kaum mitvollziehen können. Hier haben wir, wenn Sie so wollen, alle Länder der NATO, haben wir ein gemeinsames Abrutschen und deshalb haben wir mit allen Versuchen Make America Great Again oder ähnliches ebenfalls wieder ein Nichtverstehen der Größe, die gerade verloren geht. Das Nichtverstehen der Größe, die gerade verloren geht, besteht also darin, dass man sich nicht vorstellen kann, dass dort eine Gruppe in Ostasien mit Vietnamesen von 1,8 Milliarden Menschen sitzt, die schlichtweg gescheiter sind als wir. Fleißiger obendrein auch, aber Fleiß ist nicht entscheidend. Die Gescheitheit ist das Entscheidende. Und die führt dazu, dass wir niemals wieder, wir ahnen das, den Punkt erreichen können, an dem wir einmal waren. Und das macht ähnliche Sentimentalitäten, das macht ähnliche Bewegungen, die zum Scheitern verurteilt sind. Ich gebe Ihnen jetzt nur mal Zahlen, kann man sich immer nicht merken im Radio, aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die 80 Millionen Deutschen, die standen 1994 bei diesen Weltspitzenpatenten PCT, ich erkläre das jetzt nicht, standen die gegen Südkorea bei 22 zu 1, 50 Millionen. Und heute steht es 21 zu 17 für die Südkoreaner. Das heißt, dies ist die doppelte Belastung, dass wir nicht nur demografisch, sondern auch intellektuell nach unten gehen. Und die einzige Größe, die auch demografisch nach unten geht, also Ostasien sind die ja demografisch, stehen die nicht besser da, da ist auf einmal ein Block, an den wir nicht herankommen, hinter den wir immer weiter zurückfallen. Das natürlich alles abgestützt auf MINT-Fächer, also die Intelligenzbetrachtungen im mathematisch-technologischen Bereich, und unseren Stolz beziehen wir ja manchmal noch aus anderen Quellen. Da können wir jetzt noch lange drüber diskutieren, aber ich habe eins verstanden, wir brauchen keine Verschwörungstheorie, wenn man vieles durch Dummheit erklären kann, hat Wolfgang Keudel vorhin gesagt, also wir brauchen sowieso keine Verschwörungstheorie, wir haben ja die Verschwörungspraxis vor die Augen. Dummheit ist messbar. Ja, so die Dummheit ist messbar, genau. Besonders mit dem intellektuellen Scharfblick eines Gunnar Heinsohn. Aber trotzdem wollte ich gerne jetzt, nachdem wir so eine Art, wie soll ich sagen, B-52-Blick entwickelt haben. Ja, ich meine also diese sehr hoch fliegenden amerikanischen Bomber und Kriegsflugzeuge, die halt aus großer Höhe einen Totalüberblick da immer gewonnen haben über das Geschehen. Ich wollte Sie bitten, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen tiefer über das Schlachtfeld zu fliegen, denn es wird uns ja ständig in den Medien da hin und her erzählt, die Russen schaffen es nicht, Putin hat sich übernommen, all diese Mutmaßungen, und auf der anderen Seite natürlich Selenskyj, was ist er für einer? Ist er ein verrückter Schauspieler? Ist er ein genialer Staatslenker? In dem Zusammenhang haben Sie gerade, Wolfgang Keudel, in der Weltwoche einen Artikel über die NATO geschrieben, daraufhin gab es eine Antwort, vielleicht können wir es ganz kurz rekapitulieren. Was haben Sie mit NATO und Selenskyj?
Na, mit der NATO ging es darum, dass ich finde, die NATO hat einen Geburtsfehler, einen Konstruktionsfehler von Anfang an. In der NATO gibt eindeutig Amerika den Ton an, militärisch, finanziell, politisch. Amerika sieht die NATO als ein wichtiges Instrument in ihrem Werkzeugkasten für ihre globale Politik. Mit der NATO kann man auch Kriege führen. Da wurden auch Kriege geführt schon und die fanden immer in Europa statt. Und wenn aus dem Konflikt in der Ukraine ein größerer Konflikt entsteht, wird der, solange er unter der Nuklearschwelle bleibt, auch auf europäischem Boden ausgeführt. Daraus ergibt sich, dass der amerikanische Pfeiler der NATO und der europäische Pfeiler der NATO divergierende Interessen hat. Also den Amerikanern steht nicht das Wasser bis zum Hals. Da kommen dann nicht die Raketen geflogen so schnell wie nach Europa. Das war eben der Punkt, den ich da gemacht habe. Was ich sehe, der Konstruktionsfehler der NATO. Von Anfang an, da war ein kraftstrotzendes Amerika, das dann ein auf dem Boden liegendes Europa mit an Bord geholt hat. Aber eben nicht auf die Brücke, auf die Kommandobrücke. Und da gab es eben dann Kritik daran, also die übliche Kritik, die Amerikaner haben zwei Weltkriege beendet, die in Europa ausgeheckt wurden. Europa ist Auschwitz und der Gulag und der ist nicht in Amerika. Und die Amerikaner haben uns vor den Kommunisten geschützt. Also es kamen dann die Argumente dagegen. Aber das entwertet, glaube ich, nicht die Analyse von dieser, was zu einer Sollbruchstelle werden könnte, wenn wirklich europäische NATO-Partner konkret bedroht werden von russischen Waffen. Also, das wird gesteuert in den USA und gestorben wird in der Ukraine, kurz zusammengefasst. Matthias Burchardt. Ich hänge noch an einem anderen Punkt, nämlich mit der großen Verdummung. Das betrifft ja direkt mein Ressort. Ich bin ja auch an der Universität und habe was mit Bildung und Lehrerausbildung zu tun. Ob es ein Effekt von Dummheit ist oder auch eine Form von Hegemonie, die Lösung aus dem Dilemma könnte ja tatsächlich Bildung sein. Das könnte ja Perspektiven schaffen. Und was ich da beobachte, ist, dass wir eigentlich seit mindestens 20 Jahren, wenn nicht länger, kaputt reformiert werden. Dass auch hier sowas wie eine hegemoniale oder kulturelle Kriegsführung stattfindet, die genau diese Momente unserer Tradition, die ja nicht nur auf dem Ingenieurswesen und den vielen Patenten und dem Diplom ruhten, sondern eben auch bei den Dichtern und Denkern, dass das systematisch eigentlich getilgt wird. Und dieses Dilemma führt eben nicht nur zu wirtschaftlicher und politischer Schwäche, sondern ist auch ein Teil der kulturellen Schwäche, die jetzt erforderlich ist, um mit diesem Konflikt irgendwie einigermaßen umzugehen, weil ich sehe jetzt außerhalb der Moralisierung ja gar keine politischen Interventionen, die etwa in Richtung Diplomatie, Verständnis der Konstellationen, Rekonstruktion des Konfliktes, das, was Herr Heinsohn uns gerade dargelegt hat, es wäre auch schön, wenn man das mal in einem größeren Rahmen diskutieren könnte und damit zu einer abgewogenen demokratischen Haltung. Und insofern ist es für mich ein Indikator eigentlich einer schwächelnden Kultur, die hier sichtbar wird, die allenthalben dann Folgen zeitigen wird, mit denen wir nicht glücklich sein werden. Herr Heinsohn, wenn ich die richtig verstanden habe vorhin, dann sind das ja Phänomene von einer solchen tiefen Strömungsstärke, dass so etwas wie Diplomatie oder das Handeln einzelner Politiker mehr oder weniger irrelevant ist. Habe ich das falsch gesehen? Ich glaube, nein. Was ist an dem Krieg für mich jetzt als jemand, der das, was zu Kriegen führt und was Kriege verhindern soll, ja 10 Jahre bei der NATO-Akademie gelehrt hat. Was ungewöhnlich ist, dass zwei vergreisende Völker gegeneinander Krieg führen. Das ist, glaube ich, der einzige Fall, der mir überhaupt bekannt ist. Wir wissen, dass vergreisende, also kinderarme Völker nur überhaupt Krieg führen, wenn sie ausgerottet werden sollten. Also Israel wehrt sich. Israel weiß, dass es ausgerottet werden soll, nicht von allen, aber von vielen, und wehrt sich. Aber wir müssen gleich dazu sagen, die Israelis stehen bei der Kinderzahl pro Frauenleben 2,7 und nicht 1,4 wie bei uns. Also die haben pro 2 Mütter, können die einen Sohn verlieren im Kampf und weitermachen. Wir können das nicht, die Russen können das nicht, die Ukrainer können das nicht. Deshalb bin ich, was die russische Seite anbetrifft, guter Dinge, dass dieses Land auf sehr lange Zeit keinen Krieg mehr führen wird. Was die Ukraine anbetrifft, ist das Fragezeichen ein bisschen größer. An sich können die nicht kämpfen. Aber es könnte sein, dass sie einen Moment
dieses Nie wieder, das die Israelis haben, dass sie einen Moment dessen auch verspüren, weil sie spätestens seit 1991 die beiden großen Völkermordwellen gegen sich, ich sag gleich in Klammern dazu, die Ukrainer haben dann noch wieder innerhalb dessen noch kleine eigene Völkermordwellen gegen Polen etwa gemacht, aber nehmen wir die großen gegen die Ukrainer. Einmal der freie Ukrainer, das war ein Kulaker, ein Bauer mit Eigentum, der wurde umgebracht als böser Ausbeuter. Und das andere war natürlich der menschengemachte Hunger, Holodomor 32, 33. Diese beiden großen Mordaktionen gegen Ukraine, die wurden bis 1991 natürlich in der Sowjetunion nicht studiert und nicht gelehrt. Jetzt weiß das jedes Kind. Ich verfolge das ein bisschen mit Freunden, die Ukrainer so gut kennen. Also ein Stück weit ist dieses Element da. Aber ansonsten gilt, dass auch die Ukraine auf lange Zeit keinen Krieg mehr führen kann. Und jetzt springen wir nochmal zurück auf unsere Seite. 100 Milliarden Euro aus der Tasche zu ziehen und sagen, jetzt rüsten wir die Bundeswehr auf, ist schon aus meiner Perspektive nicht nötig, weil die andere Seite so geschwächt aus diesem Kampf hervorgeht, dass man da kaum zusätzliche Mittel braucht. Aber zweitens haben wir, wie die Russen jetzt schon, wahrscheinlich nicht mal mehr genügend junges Personal, das diese hocheffektiven Waffen betreiben und führen kann. Wir wissen das genau nur aus den Vereinigten Staaten, wo von 100 jungen Leuten 70 militärisch und körperlich und geistig nicht imstande sind. Das heißt also, ich sehe hier für die Zukunft weniger Bedrohung für den Kontinent, als es jetzt den Anschein haben muss. Das wäre eine Art demografischer Pazifismus, oder? Wenn man sagen kann, die Geburtenrate zwingt uns zum Frieden. Aber sind die Kategorien, ich frage das jetzt wirklich ganz naiv, das ist nicht meine wissenschaftliche Domäne, sind es wirklich die Völker, die Kriege führen? Ja, auf einer gewissen Weise ja schon. Aber wenn man die Völker jetzt in ihren Interessen und als Menschengemeinschaft versteht, haben die doch relativ wenig Interesse daran, Kriege zu führen. Die Kriegsmotive liegen ja nicht an einem Expansionswillen eines Staates, sondern das sind doch auch Interessenlagen, die dabei eine Rolle spielen. Ja, da würde ich auch Herrn Müller-Ulrich konzidieren. Entschuldigung, ja, dass eine Person schon eine Rolle spielt. Ich glaube, Putin spielt eine wichtige Rolle. Keine andere Nation hat einen solchen Führer hervorgebracht im Abstieg, sage ich. Wolfgang Keudel. Aber es sind natürlich immer Interessen. Also es ist ja nicht, dass Putin ohne einen Grund da sitzt und sagt, das mache ich jetzt, weil ich Lust dazu habe. Es sind immer auch die staatlichen Interessen. Was die Greisennationen angeht, gebe ich Ihnen völlig recht. Nur es gibt auch da, glaube ich, einen Unterschied in der Perzeption. Die Ukraine ist in der allgemeinen Perzeption eine junge Nation wegen ihres Präsidenten. Da ist ein junger Mann mit einem sprießenden Bart in einem engen T-Shirt, dass die Muskeln sich abzeichnen lässt und er steht einem teigigen 70-Jährigen gegenüber. Also in der Perzeption kämpft da eine junge Nation mit zwei hünenhaften Boxern gegen eine alte, abgewirtschaftete Nation, die von einem Greis angeführt wird. Also ich glaube, da ist auch ein Unterschied. Und was das demografische Argument betrifft, wir können uns ein Beispiel nehmen im Westen oder in Deutschland an der Spätphase des Römischen Reiches und dann werden wir halt aus Legionären Söldner machen. Es gibt so viele junge Männer aus der arabischen und der nahöstlichen Welt bei uns, die auch schon einschlägige Erfahrungen gesammelt haben. Warum rekrutiert man die nicht, indem man ihnen eine gute Aufstiegschance in der Bundeswehr gibt? Wieder eine Portokasse, die man plündern kann. Ja, natürlich. Ja. Aber ich meine, Klonowski hatte doch da jetzt vor kurzem eine Umfrage publiziert, die schon relativ alt ist, die Prozentzahl der Bewohner verschiedener Länder, die bereit wären, ihr Land zu verteidigen. Und in Deutschland waren es 18%, also 1,8. Und es wurde nur noch untertroffen von den Niederlanden mit 15%. Und ich glaube, also auch 200 Milliarden. 56. Waren 56, genau, bei den Türken waren es 73 und sogar bei den Schweizern waren es stattliche 40. Also die wissen offensichtlich, was es sich zu verteidigen lohnt. Denn wenn ich nur 18% habe, die sagen, ich gehe da hin und halt meinen Kopf hin, dann wissen die anderen gar nicht wozu. Die finden nichts, was sich zu verteidigen lohnt. Und das ist eine bittere Diagnose. Also ich würde das Gender Wonderland auch nicht verteidigen wollen mit meinem Leben. Ich würde vielleicht meine Familie oder bestimmte, sagen wir, demokratische Errungenschaften oder Rechtsstaatlichkeit oder möglicherweise die Menschenrechte, wie auch immer. Aber ich sehe da auch wenig, wofür ich meinen Kopf hinhalten würde. Das ist doch im Grunde das Armutseingeständnis schlechthin.
In Köln wird ja nicht mal mehr das Christentum verteidigt, denn da wurde der Dom soeben aus dem Wappen entfernt. Ich weiß nicht, ob Sie diese Meldung mitbekommen haben, aber sie ist natürlich sprechend in dem Zusammenhang des eigenen Kulturverlusts. Das Verteidigbare möchte ich so nicht stehen lassen. Wenn ich mir die letzten 400 Jahre europäischer Kriegsgeschichte anschaue, dann ist im Wesentlichen die Eroberung das Ziel gewesen, der Sieg und die Bereitschaft zum Heldentum. Und diese Komponenten, die benötigen ein darunterliegendes Personal. Das heißt, sie benötigen junge Männer, für die es andere Perspektiven nicht gibt. Das heißt, wir hatten damals bis 1900 einen Kriegsindex von 5 bis 6, also 5000 junge Männer auf 1000 alte Männer. Und das hat die dritte Welt zum Teil heute, Afrika, bis in die Zukunft hinein. Und das haben wir nicht. In Deutschland, Russland, Ukraine liegen wir bei 0,7, 0,8. Auf 1000 alte folgen 800 junge, für die es so viele Optionen gibt, dass der Gedanke, die Beute des Sieges oder die Ehre des Heldentodes ins Auge zu fassen, einfach nicht mehr gefasst werden kann. Das ist auch in Russland, wenn man so will, jetzt in Anführungszeichen eine Tragik, 91 beim Putsch gegen Jelzin und Gorbatschow, gegen Gorbatschow, Jelzin hat ihn unterbunden. Da ging es ja genau darum, dass die Ukraine keine Autonomie bekommen soll. Das war ja damals schon das Ziel. Aber Russland hatte noch einen Kriegsindex von 1,5 auf 1000 alte 1500 Junge. Jetzt hat es 0,7 auf 1000 alte 700 Junge. Das heißt, damals hätte man mit mehr Aussicht militärisch zum Zuge kommen können, als das heute der Fall ist. Deshalb wiederholt, die Kriegsbereitschaft, die Kriegsgefahr wird durch diesen Krieg abnehmen, meine Prognose, nicht größer werden. Ich frage mal ein bisschen naiv, ist diese Rechnung nicht ohne unseren digitalen großen Bruder gemacht? Wir müssen ja selber gar nicht mehr hin in den Krieg, wir schicken ja unsere Drohnen, wir schicken unsere Cyberarmeen, wir führen ihn auf anderen Schauplätzen. Ist das nicht mit dem demografischen Pazifismus ein bisschen abgekoppelt vom technologischen Fortschritt? Den Eindruck könnte man haben, vielleicht schauen wir uns die letzte große Schlacht in der Ost an, um Mosul, ja, da war das Kalifat drin und die Luftwaffe, die war amerikanisch, aber die Amerikaner konnten nicht in die Stadt hineingehen. Bei der Eroberung der Stadt sind ja nochmal 12.000 Mann gefallen, das waren alles Iraker. Ja, Sie haben also recht, wenn sich 10.000 junge Männer aufs freie Feld stellen, kann ein Pilot damit fertig werden. Aber so wie sie in die Städte reingehen, ist das ein enorm verlustreiches Unterfangen, das sich ja auch Putin jetzt oder seine Generäle sich gar nicht zutrauen. Soweit sind die ja noch Herr ihres Beurteilungsvermögens. Aber was ist, wenn ich einem Gegner für eine Woche den Strom abknipse? Das ist was. Da muss ich keinen einzigen Soldaten hinschicken, das kann auch ein Opa machen. Ja, ja. Das wirkt noch schneller als das Abschneiden des Geldstromes. Ich meine eben, also das demografische Argument, das können auch ältere Herren und Damen machen. Da brauche ich keine jungen, kampflustigen Leute. Also ich merke, Wolfgang Keudel hat das Zeug zum Drei-Sterne-General. Mir ging es jetzt nur darum, dass wir dieses allgemeine Aufrüsten, in diesem allgemeinen Aufrüsten eine aktuelle Tötungssituation hochrechnen, die eigentlich jetzt schon nicht durchzuhalten ist und die abnehmen muss. Welche nach Putin antretende Regierung würde so etwas noch einmal machen? Und die Nation vergreist doch weiter und die Talente laufen doch weiter weg. Das geht gar nicht. Aber wie wäre es, wenn wir dann diese 100 Milliarden nicht in Rüstung stecken, sondern in Bildung, in lebenswürdige Verhältnisse für Familien, in eine Absicherung von, sagen wir, eines lebbaren Lebens im Bereich Energie, Mobilität, Kommunikation, Angleichung der Lebensverhältnisse auf Städten und Land. Da wäre so viel zu tun, was ich nur so nebenbei noch gerade gehört habe, dass ja als eine erfolgreiche Strategie der Mangelbewältigung sich die Verknappung erwiesen hat. Also als die Intensivbetten knapp zu werden drohten, hat man sie abgebaut und so das Gleiche tun wir in der Landwirtschaft. Wir reduzieren gerade die landwirtschaftliche Fläche nochmal um fast 900.000 Fußballfelder, weil wir befürchten, dass der Weizen mal knapp wird. Hier scheinen mir so viele dumme, sicherlich zufällig und in bester Absicht getroffene Entscheidungen getroffen zu werden, die diese absurde Summe von 100 Milliarden in völlig seltsame Relationen stellen.
Ich mache mir auch noch um was anderes Sorgen, wenn ich Herr Heinsohn mal fragen darf, der sich da offensichtlich sehr, sehr gut auskennt. Das eine ist der Krieg zwischen den Nationen, das andere ist die Gefahr eines Bürgerkriegs. Ich habe von der Ulrike Giro jetzt immer wieder gehört, dass in der französischen Rezeption vor allem immer wieder auch gesagt wird, nein, der Zerfall dieser Strukturen und die Schwäche der Imperien könnte ja auch den Krieg in eine ganz andere Dimension verlegen. Halten Sie sowas für möglich? Der Bürgerkrieg. Wir haben ja sehr schöne Titel gehabt, der Krieg in unseren Städten und so weiter, bereits in den späten 90er Jahren, den wir durch die Einwanderung für Europa prognostiziert haben, den sehe ich von der kriegsdemografischen Seite kaum, weil auch diese Einwanderer sehr schnell mit den Geburtenzahlen heruntergehen. Die sind dann zweimal so hoch wie, sagen wir mal, die unsrigen. Das heißt, eine altdeutsche Frau hat ein Kind und die auf Hartz IV lebende Einwanderin hat zwei. Fünf oder sechs hat die ja im Normalfall auch nicht. Das heißt, das Potenzial für Konflikte, das besteht in dem Moment, wo die Armutsbevölkerung, die sehr groß ist in den westeuropäischen Staaten mit wohltätigen Sozialstaatsinstitutionen, dass die Armutsbevölkerung unruhig wird, wenn die nicht mehr bezahlt werden kann. Und die kann immer weniger dadurch bezahlt werden, dass die, die zurzeit noch hier die Industrie, ich sag's mal platt, jetzt am Laufen halten, dass die erstmals gar nicht mehr geboren werden und die, die geboren wurden, unser Land verlassen in ein paar andere Länder. Die gehen ja auch kaum noch nach Amerika, sondern eher nach Kanada und nach Australien, weil Amerika, was die Dropout-Bevölkerung, die niemals schreiben und lesen kann, ja einen Zustand erreicht hat, den wir in Europa noch gar nicht kennen. Da steht ja Russland beispielsweise fast doppelt so gut da wie die Vereinigten Staaten. Ja, wenn ich auf 1000 Kinder diejenigen zähle, die keinen Schulabschluss machen können. Das heißt also, da sehe ich in der Verarmung die Versorgung der armen Bevölkerung aufrechtzuerhalten, das halte ich für den größten Bedroher des sozialen Friedens. Und dann kommt, glaube ich, noch ein Punkt dazu, was wir vorhin angesprochen haben, diese zunehmende Aggressivität in der Gesellschaft, die sich ja irgendwo ein Ventil sucht. Und es ist keine Überraschung, dass man sich diese Bürgerkriegssorgen vor allem in Frankreich macht, wo man ja mit den Gelbwesten da schon manche sehr haarigen Szenen erlebt hat und sich vielleicht ausrechnen kann, dass die noch haariger werden. Und Sie haben ja dann in den Banlieues auch eine ganze Menge jetzt, zu diesem Zeitpunkt, nächste Generationen haben dann vielleicht weniger Kinder, aber wir haben dort jetzt große Mengen an potenziell gewaltbereiten jungen Männern. Die Gelbwesten artikulieren ja durchaus legitime Interessen. Ich habe die auch als humorvoll und kreativ erlebt teilweise. Aber letztendlich erzählt es von einer verdrängten sozialen Realität, die in irgendeiner Weise moderiert werden soll. Und dadurch, dass die gesellschaftlichen Moderationselemente nach und nach wegfallen und wir diese Spaltungen vertiefen, wird es sich ein Ventil suchen, das möglicherweise in Form von Gewalt geschehen wird. Und insofern ist es wahrscheinlich dann auch wieder Ausdruck von politischer Dummheit, diesem nicht rechtzeitig entgegenzusteuern. Wir sind so tief in eine kriegswissenschaftliche Diskussion geraten und ich fand sie faszinierend, dass wir das zweite Großthema, was ich eigentlich immer auch noch abhandeln wollte, nämlich Matthias Burchert hat es schon angesprochen mit dem Gender Wonderland, schöner Ausdruck. Dazu gehört natürlich auch das Corona-Wahnsinnsland, in dem wir uns befinden, dass wir das fast ausgeklammert haben. Ich will es nicht ganz vermeiden, denn es ist ja eine denkwürdige Woche. Nach zwei Jahren hat man jetzt so etwas wie ein Freedom Day in Deutschland versucht zu inszenieren, also die Maskenpflicht fällt und so weiter. Ein paar Überschriften, die ich mir zurechtgelegt habe, will ich nur erwähnen. Charité-Forscher sagt mindestens 70% Untererfassung bei Impfnebenwirkungen. Das wäre ein Thema, das wir uns sicher noch aufheben müssen und über das noch einiges zu sagen sein wird. Auf der anderen Seite natürlich die riesige Geldverschwendung während Corona, ein Untersuchungsausschuss ist fällig und sehr schön, dass jetzt gewissermaßen die Maskenpflicht per Hausrecht aufrechterhalten wird in manchen Supermärkten. Das heißt, da ist jetzt, das ist etwas für Sie, Matthias Burchert, die Maßnahmengeilheit mancher Menschen, die kann sich jetzt kommerziell ausmünzen, weil für jeden Bedarf sozusagen die Gutheit in der richtigen Dosierung verkauft werden kann. Also konkret gesprochen, ich glaube, es ist die Warenkette Kik,
die sagt, nein, wir werden die Masken auf alle Fälle aufbehalten. Jeder, der hier reinkommt, muss Masken tragen. Und es gibt ja ein gesellschaftliches Bedürfnis. Manche Leute möchten unbedingt die Masken tragen. Und jetzt findet eine lustige Differenzierung statt. Jeder kann sich ungefähr die Härte der Maßnahmen aussuchen. Also ich erwarte zum Beispiel auch die Einrichtung von Supermärkten, die nur noch mit Gummihandschuhen betreten werden dürfen oder so etwas. Für alles ist ein Markt da, ne? Also ich werde ab Montag oben ohne gehen, tatsächlich, habe ich mir vorgenommen. Und das war jetzt bewusst eine Doppeldeutigkeit, weil ich glaube, es gleicht einem SM-Studio mit vielen verschiedenen Niveaus, wo man sich quälen lassen kann nach Bedarf. Also es gibt sicherlich auch Supermärkte, bei denen man noch ausgepeitscht wird, bevor man was kaufen darf. Das ist eine sadomasochistische Massenpsychose, die hier weiter fortbesteht, die sozusagen die Identifikation mit dem Aggressor, Stockholm-Syndrom, jetzt ohne Aggressor an sich selbst ausleben muss. Mir fehlen tatsächlich die Begriffe, weil dieser Freedom Day, da wurde ja schon in der Ankündigung gesagt, der wäre doppelt ungerechtfertigt als Bezeichnung. Zum einen, weil wir ja vorher gar nicht unfrei waren und zum anderen, weil wir danach ja nicht frei sein werden. Beides in einem Atemzug genannt. Das sind auch die Widersprüche, die man nicht mehr scheut, wenn man sowas kommuniziert. Ich glaube, das wird niemals aufhören und ich weiß nicht, ob möglicherweise noch Kombinatoriken zu anderen Selbststrangulationen stattfinden, ob man dann möglicherweise noch frierend reingehen muss in einzelnen Ländern oder mit dem Verzicht auf etwas anderes, was dann dem Weltfrieden dient. Ich glaube, Deutschland ist in der Hinsicht nicht mehr zu heilen. Ich kann nur sagen, Vorsicht, jede satirische Idee, die in den letzten 2 Jahren an diesem Mikrofon hier vorgetragen wurde, hat sich hinterher bewahrheitet und wurde von der Realität noch überholt. Deswegen Vorsicht, lieber Matthias Burchert, auch mit solchen Ankündigungen, die könnten von irgendjemanden aufgeschnappt und in Gesetzesform gegossen werden. Das führt mich jetzt zum Ende. Ich danke herzlich Matthias Burchert, Gunnar Heinsohn und Wolfgang Keudel. Sie hörten Kontrafunk, die Stimme der Vernunft. Dies war die allererste Ausgabe dieses neuen Podcasts, der kein Podcast bleiben soll, sondern ein Radio wird. Im Sommer werden wir den Sendebetrieb rund um die Uhr aufnehmen und bis dahin bleibt noch unfassbar viel zu tun. Sie merken das auch an unserer Webseite kontrafunk.radio. Die ändert sich dauernd und manches fehlt auch noch, zum Beispiel ein Forum, in das Sie, liebe Hörer, Ihre Kommentare reinschreiben können. Das kommt dann alles so schnell wie möglich. Bis dahin können Sie mich direkt anschreiben unter info@kontrafunk.radio. Und für all das benötigen wir Ihre Unterstützung. Ich bin aber völlig überzeugt, wir haben die Kraft und die Zuversicht und Kontrafunk wird richtig gut werden. Danke nochmals für Ihr Interesse und jetzt wünsche ich allen einen schönen Sonntag.